Die Kinder haben unter der Maskenfolter und der Indoktrination durch viele Lehrkräfte schon genug gelitten. Und das muss aufhören und deswegen sind wir hier. Wir sind eine friedliche, freiheitliche Protestbewegung. Bei uns ist kein Platz für Gewalt und Pöbeleien. Bei uns sind alle herzlich willkommen, egal welche Religion, welche Hautfarbe, welches Alters oder welches Geschlechts. Egal ob geimpft, ungeimpft, doppelt geimpft, geboostert oder genesen. Wir sind gegen Rassismus und Faschismus. Wir sind gegen Ausgrenzung und Intoleranz. Personen mit extremistischem Gedankengut, egal ob rechts oder links, egal extremistisch welcher Religion und egal rassistisch welcher Hautfarbe, sind bei uns nicht willkommen. Diese bitte ich, beziehungsweise fordere ich auf, jetzt diese Veranstaltung zu verlassen. Wir sprechen uns aus für weniger invasive Maßnahmen in dieser Pandemie. Und ich sage wörtlich und ausdrücklich Pandemie. Das wäre die Nachrichten aus den USA im Zusammenhang mit diesem Dr. Fauci hört, der weiß, wovon ich spreche. Wir sprechen uns also für weniger invasive Maßnahmen aus und die gibt es. Und wir fragen an dieser Stelle, was ist mit dem Einsatz von Medikamenten statt genbasierten experimentellen Giftspritzen? Was ist mit Ivermectin oder was ist mit den monoklonalen Antikörpertherapien, von deren hoher Wirksamkeit bei Ungeimpften und Risikogruppen? Das Bundesgesundheitsministerium seit Januar 2021 überzeugt ist. Zu diesem Zeitpunkt, also vor einem Jahr, und man merkt sich zu Beginn der Impfagenda, der Impfkampagne in diesem Land, hat das Bundesgesundheitsministerium für 400 Millionen Euro solche monoklonale Antikörpertherapien in den USA gekauft, für 400 Millionen Euro. Ausgegeben von Steuergeldern. Die werden in über 100 Kliniken angewendet, aber scheinbar ist diese nach Aussage des Bundesgesundheitsministeriums hochwirksame Therapie nirgends bekannt. Die wenigsten Ärzte können es. Stattdessen haben wir die Impfkampagne und jetzt sogar für Kinder. Und warum die dann diese, wenn es Medikamente gibt, nach Überzeugung des Bundesgesundheitsministeriums vor einem Jahr, warum haben wir dann diese gefährlichen, experimentellen Menschenversuche mit diesen Corona-Giftspritzen? Und wir fordern von dieser Politik, dass die Entscheidung über den eigenen Körper, den eigenen freien Willen uns selbst überlassen ist. Und zwar ohne Grundrechtseinschränkungen, ohne Ausgrenzungen, die wir hier für verfassungswidrig halten und die Juristen, die sich dann Anfang März vor dem Bundesverfassungsgericht wieder einfinden, ebenfalls. Wir haben, und es ist auch ein Novum in dieser Republik, regelmäßig vor dem Bundesverfassungsgericht Anwälte-Demos. Da stehen Anwälte mit ihren schwarzen Roben und erheben ihre Stimme in Richtung Bundesverfassungsgericht vor dem Gebäude. Und wir halten diese staatlichen Maßnahmen seit 2 Jahren, und wenn wir schon bei der Rechtstheorie bleiben, weder erforderlich, weder geeignet noch verhältnismäßig. Und trotzdem geschieht es. Und dann haben wir einen Hinweis auf unsere unselige Geschichte vor 80 Jahren. Und es drängen sich, ob man es will, auch wenn man wegguckt, es drängen sich unzählige Parallelen auf. Manche sprechen noch, wir wollen Diktatur verhindern, aber wir sind schon mitten in einen Faschismus hineingeraten, wenn Menschen gezwungen werden, sich diese Giftspritze geben zu lassen, wenn Menschen diskriminiert werden, wenn die freie Presse nicht mehr funktioniert. Ja, wo ist ja noch eine Demokratie? Und wenn es vor allen Dingen noch von dieser Regierung diese antidemokratischen und faschistoiden Tendenzen noch unterstützt werden.
Und mittlerweile müsste jeder in diesem Land bemerkt haben, dass mit diesen Covid-Giftspritzen irgendwas nicht stimmt, trotz aller Dementis von dem Herrn Lauterbach. Der redet sowieso gerade, was er lustig ist. Jetzt hat er uns 2 Jahre auf Trab gehalten mit der Aussage, ja, man will die Überlastung des Gesundheitssystems verhindern. Und vorgestern steht in der Bild-Zeitung, wird der Herr Lauterbach zitiert, wie er in irgendeiner Talkshow sagt, es hat noch nie eine Überlastung gegeben in unserem Gesundheitssystem. Und was das Schlimmste ist, dass in diesem Land innerhalb dieser Impfkampagne jetzt schon viel zu viele Tote gegeben hat. Die WHO, eine Datenbankanalyse der Daten, die bei der WHO liegen, ergibt mittlerweile aktuell 2,7 Millionen schwere Impfkomplikationen. Und ein Herr Lauterbach sagt in einer Talkshow als Gesundheitsminister, es gibt keine Nebenwirkungen dieser Covid-Impfungen. Und dann warten wir drauf. Und es hängt eng zusammen mit den Medien, mit den Altmedien, dass sich die politischen Entscheidungsträger endlich mal mit fundierten, entgegengesetzten Fakten öffentlich auseinandersetzen, mit den Argumenten, die wir hier präsentieren, auf wissenschaftlicher Grundlage, und zwar auf einer Grundlage, die von unabhängigen Studien kommt und nicht von gekauften Einflüssen. Wir treten hier, um das positiv auszurücken, für Demokratie und Partizipation ein, für die Einbindung der Bevölkerung in die politischen Entscheidungen, von denen jeder mit dem eigenen körperlichen, physischen und seelischen Gesundheit betroffen ist. Gerade für solche Entscheidungen muss die Bevölkerung eingebunden werden. Das kann nicht über unsere Köpfe entschieden werden, wenn sie uns diese Spritzen reinjagen wollen. Und das hängt zusammen mit einem pluralen Diskursverständnis und unser Eintreten für die freie Meinungsäußerung schließt auch dann ein differenziertes Wissenschaftsverständnis ein. Und es bedeutet, kein Wissenschaftler, kein wirklicher Wissenschaftler glaubt keinesfalls an eine ewige und eindeutige Wahrheit, so wie es das RKI macht oder die Bundesregierung, sondern respektiert auch abweichende Erkenntnisse und Einschätzungen. Ein wirklicher Wissenschaftler und auch Politiker, die ihre politische Verantwortung wahrnehmen, diskutieren kontroverse Ergebnisse, diskutieren die ja öffentlich an diesem Platz, aber von den Leuten, von den Politikern, die gewählt sind, die sich gewählt glauben, auf der Liste die meisten, die erscheinen, die kommen hier nicht und verweigern sich jedem Dialog. Wir bringen hier keinesfalls andere fundierte Meinungen als politische rechte Falschinformation oder mittels gekaufter Faktenchecker hier im Misskredit. Das machen die, die der Sven vorhin angesprochen hat, allen voraus hier in der Region des Aktionsbündnis Mittelbaden. Wir stehen hier für ein ganzheitliches Gesundheitsverständnis, das Prävention und komplementäre Heilmethoden ebenso einschließt wie die Ernährung oder psychosoziale Gesundheit. Wir wollen gemeinsam eine Zukunft der Lebensfreude und der Nachhaltigkeit gestalten und vor allem fordern wir im Hinblick auf unser Motto heute, die Angst von unseren Kindern zu nehmen in der Schule. Und dann macht man das alles und versucht so zu sein und dann merkt man, dass einem was fehlt. Und dann verlernt man sich richtig zu spüren und man flüchtet sich in Kunst oder Konsum. Und während ihr fleißig Pläne macht, lachen die Götter sich krumm. Lasst eure Kinder mal was dazu sagen. Hört ihnen richtig zu. Die spüren sich doch, die haben Feeling für die Welt, die sind klüger